Rochenflügel aus meinem lokalen Fischgeschäft. Das erinnert mich an den Urlaub an der belgischen Küste. Es ist schon wieder eine ganze Zeit her, dass wir im Navigo, dem Nationalen Fischereimuseum in Oosteinkerke, waren. Damals waren die Kinder noch klein und wir besuchten dieses Museum oft. Es ist ein Museum voller Leben, mit vielen Aktivitäten, wobei das Fischerleben im Vordergrund steht. Aber auch die Sammlung selbst ist der Mühe wert. Selbstverständlich stehen die weltberühmten Garnelenfischer zu Pferd im Zentrum des Interesses. Und auch die Nordsee-Aquarien sind eine große Attraktion. Auf diese Weise kann man die erstaunliche Fischwelt einmal aus unmittelbarer Nähe betrachten. Und seit kurzem auch fühlen. Ja, wirklich! Einen Rochen- oder Katzenhai zu streicheln, das lässt das Kind in uns wieder aufleben. Wir vertreten uns nochmals die Beine auf dem Hoche Blecker, der höchsten Düne unseres Landes. Dann ist es Zeit, Einkäufe zu machen. An der Küste ist frischer Fisch nie weit. Diesmal sind wir fest entschlossen, Rochen zu genießen. Ein etwas in Vergessenheit geratener, aber unglaublich köstlicher Fisch. Wir verweilen an einem besonderen Ort. Ideal, um in aller Ruhe ein Rezept aus unserem Garnelenkochbuch auszuprobieren. Eine Soße besteht aus dem Saft der Köpfe mit gedünstetem Rochen und gutem Roggenbrot. Ein Klassiker als Krönung eines nostalgischen Wochenendes. Mevrouw. Oh ja, mein Rochenflügel. Ich frage meinen Fischhändler immer, welcher Fisch denn Fisch des Monats ist. Auf diese Weise bin ich auch ein ganz klein wenig Fischer in diesem fantastischen Meer voller Geschmack. www.belgischeküste.be